Hallo liebe Kunden, mein Name ist Erwin Elling vom Staubsaugerparadies.de. Ich zeige Ihnen heute mal, wie einfach es ist, mit dem Sebo Felix Premium, wie ich ihn hier habe, Ihre komplette Wohnung zu staubsaugen. Am Anfang lösen Sie den Kabelhalter, Sie drehen den nach oben und haben jetzt ein 10 Meter Kabel zur Verfügung. Mit diesem langen Kabel kommen Sie durch die komplette Wohnung von links nach rechts und zurück. Wenn Sie anfangen mit dem Staubsaugen, lösen Sie hier hinten diesen orangen Taster und schon geht das Ganze los. Sie haben eine stufenlose Ein- und Ausschaltung, nicht irgendwo am Gerät herumgeschaltet, sondern hier oben mit geradem Rücken, so wie ich es hier jetzt mal mache. Sie hören, wie leise der Sebo-Staubsauger trotz seiner enormen Leistung noch arbeitet. Ich mache ihn jetzt mal aus, damit wir uns besser verstehen. Der Sebo hat eine enorme Wendigkeit durch sein Drehkippgelenk. Sie fahren damit um die Ecke, so wie ich es hier mache, einfach drum zu. Aufgrund seiner flachen Baue fahren Sie unter so gut wie jeden Schrank, Möbel, Betten und so weiter. Der große Vorteil vom Sebo ist, ob es Teppichboden, ob es Hartboden ist, Sie staubsaugen einfach so weiter drüber und fertig ist es. Und jetzt kommt's. Sie wissen selber, Sie sind am Staubsaugen. Sie haben irgendwo auf dem Sofa, auf den Stühlen ein paar Krümel liegen. Jetzt gehen Sie an den Staubsauger ran, ziehen hier unten an der Seite mit diesem kleinen Handgriff, so wie ich es jetzt hier mache, den kompletten Staub, so wie ich ihn hier habe, raus, haben direkt die Fugendüse, so wie ich ihn hier unten am Staubsauger habe, griffbereit da, saugen in den Ritzen, Ecken, Kanten, die Krümelfussel und so weiter ab. Wenn Sie das haben, tun Sie die Fugendüse wieder drauf. Sie haben hier oben den Möbelpinsel, Textildüse, saugen die breiten Flächen inklusive der Krümel ab und das ist es schon. Wenn Sie damit soweit fertig sind, können Sie auch Folgendes machen. Der Schlauch wird wieder an der Seite eingerastet und fertig. Sie haben jetzt noch ein wenig mehr im Überbodenbereich zu staubsaugen. Das heißt, Sie wollen Ihre ganzen Möbel und so weiter absaugen. Sie machen Folgendes. Sie lösen den Stielhalter, der Stiel wird eingeschoben. Sie nehmen den Fuß ab, haben jetzt einen kleinen handlichen Staubsauger, in dem Sie durch die ganze Wohnung gehen und alles, was dort nicht hingehört, an Staub, wird weggesogen, direkt in den Staubsaugerbeutel, der anschließend in den Mülleimer Restmüll entsorgt wird. Sie sind fertig mit dem Überbodenbereich, stecken die Elektrobürste drauf und fertig ist das mit dem Sebo-Staubsauger Felix 1 Premium, so wie er hier steht. Dankeschön!